Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen in Eschen. Im Namen vom gesamten EWA-Team freut es mich außerordentlich, euch alle heute in der 22. EWA der Eröffnung begrüßen zu dürfen. Ein herzlicher Willkommensgruß richte ich an alle Angemeldeten und natürlich den hoffentlich auch Anwesenden, unter denen Landtagsabgeordneten Karin Zech-Hob, Franziska Hob, Sandra Fausch, der Peter Frick, was aber noch nicht, ob er schon da ist, als Landtagsabgeordneter und natürlich als Vorsteher von Mura Schawal, der Dietmar Lampart, auch als Doppelfunktion Landtagsabgeordneter und Vorsteher von Schellenberg. Ganz besonders begrüßen möchte ich den Vorsteher von Eschenendl, der Dino Quaderer. Schön, dass du da bist, Dino. Vizevorsteher Gebhard Zenti und alle anwesenden Gemeinsräte von Eschen und Endler. Eschner Pfarrer Christian Voss-Henrich und der Endler Kaplan Pius Rüegg. Im Jahr 2021 hätte EWA das 40-jährige Jubiläum gefeiert. Aufgrund der damaligen Corona-Situation haben wir die Veranstaltung leider absagen müssen. Die damalige Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber es ist dennoch nachvollziehbar, da der Grundgedanke von der EWA, das gesellige, das direkte und unkomplizierte Austausch und das Miteinander, wäre einfach nicht möglich gewesen und deshalb auch der Entscheid. Corona-Auszeit hat Spuren hinterlassen bei uns allen, bei allen Unternehmer und Unternehmerinnen und Unternehmer. Und so haben wir so als Aufgabe verstanden, für uns eigentlich die Unternehmerinnen und Unternehmer wieder neu zu motivieren, an so einer Messe teilzunehmen. Und ich glaube, es ist uns gelungen. Umso mehr haben sich der Andreas Gerner, der Thomas Sott, der Martin Reich und meine Person Mühe gegeben und freuen uns, den Besucherinnen und Besucher eine vielfältige und attraktive Veranstaltung zu präsentieren und den Ausstellerinnen und Ausstellern eine möglichst gute Präsentationsplattform zu bieten. Auch in diesem Jahr gibt es Verschiedenes an der EWA zu entdecken. Das Wichtigste vorweg sind natürlich unsere Ausstellerinnen und Aussteller im Saal und der Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz. Eine Neuerung ist die Hütte, in der wir uns jetzt befinden. Die stammt aus dem Schellenberg, vom Verein Prinzli-Tattoo. Sie steht allen Besuchern in den Nebentagen zur Verfügung und ist bereits letzte Woche in Einsatz gekommen. An der EWA anstossete eine ausgelassene Runde, eine gesellige Runde. Auch für unsere kleinen Besucher haben wir uns etwas einfallen lassen in diesem Jahr. Wir haben das Märli-Zögli nach Eschen holen können. Es ist unterwegs im schönen Eschen, etwa ungefähr 15 Minuten geht in der Weg, wo Jung und Alt einsetzen dürfen. Die Geschichten dabei würden im Zögli dann selbst erzählt, die Weihnachtsgeschichten, und es live durch unsere Märli-Fee. Also wir sind es nicht, ja. So viel kann ich schon. Wir sind nicht Märli-Fee, so viel kann ich verraten. Ja. Abschließend möchte ich mich bei allen Helferinnen und Helfern recht herzlich bedanken, die uns in der Vorbereitungszeit unterstützt haben. Ein ganz besonderer Dank dabei geht der Gemeinde Eschen und am ganzen Werkhofteam sowie am Hausabart Bruno Rietzler. Ohne diese Unterstützung wäre es uns nicht möglich gewesen, eine Ausstellung in dieser Grössenordnung zu organisieren. Ihnen gehört allen Dank und ein grosses Kompliment. Nochmal herzlichen Dank. Abschließend möchte ich mich bei allen Helferinnen und Helfern recht herzlich bedanken, die uns in der Vorbereitungszeit unterstützt haben. Wir sind überzeugt, dass auch die diesjährige EWA wiederum zu einem Erfolg wird und hoffen, dass sich alle Ausstellerinnen und Aussteller, aber auch alle Besucherinnen und Besucher wohlfühlen und über die 3 Tage die Ausstellung geniessen kann. Ich darf jetzt unseren Vorsteher Dino Quaderer
zu mir bitten, uns die Grußworte neu zu richten und die 22. Ewe offiziell zu eröffnen. Ja, geschätzte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier im Eschner Zentrum. Freut mich wirklich, zum euch hier alle begrüßen zu dürfen. Wann fängt die Weihnachtszeit so richtig an? Zumindest für mich ist klar, in den Ewenjahren fängt die Weihnachtszeit dann an, wenn die Ewen ist. Und im Prinzip ist heute der Startschuss in weihnachtlicher Stimmung für mich. Und ich hoffe und denke, es geht noch ganz vielen von euch heute auch so. Nicht zuletzt, weil der Anlass für uns als Dorf sehr, sehr wichtig ist. Man kommt zusammen. Die Ewe hat sich über die Jahrzehnte zu einem wirklich wichtigen Bestandteil für uns hier im Dorfleben entwickelt. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass man mit der 22. Ewe wieder zurück kann in den alten Rhythmus. Weil man kann sich's fast nicht vorstellen. Die letzte Ewe haben wir vor 4 Jahren, 2019, November 2019. Und seitdem haben wir Ewe losleben. Und umso erfreulicher ist es natürlich, dass wir jetzt wieder in den normalen Ewe-Rhythmus reinkommen. Was zeichnet die Ewe aus? Die Ewe ist nicht einfach eine Weihnachtszustellung, nicht einfach ein Markt. Das, was die Ewe wirklich so einzigartig macht für mich, ist eigentlich die Mischung. Es ist eine Ausstellung, lokales Gewerbe, lokale Produkte, eine Weihnachtszustellung, ein kleines Dorffest, alles in einem. Und das ist letztlich etwas, was die Ausstellung für uns zu so einem wichtigen Teil vom Dorfleben macht. Und darum ist es eigentlich meine Hauptfunktion heute zum Danke sagen. Und zwar Danke sagen denen, die das immer möglich machen. Ihr wisst, dass im Leben ist es immer so, es braucht ein paar, die vorne ziehen. Und die 4, die vorne ziehen, stehen noch gerade da vorne. Und ich möchte im Namen wirklich von uns allen, die da drinnen sind, im Namen der Gemeinde, euch einen herzlichen Dank aussprechen. Und ich wünsche euch gute Geschäfte als Aussteller. Ich wünsche uns allen eine schöne, gesellige Zeit miteinander. Und schön, dass ihr da seid und damit erkläre ich die Ewe veröffentlicht. Manu Hasler, Mitorganisator für der Ewe. Wie viele Stunden Arbeit stecken eigentlich im OK, im Organisationskomitee drin, damit so etwas überhaupt entstehen kann? Ich kann es nicht sagen, es sind ein Haufen, wir schreiben es nicht auf. Wahrscheinlich aus gutem Grund, weil sonst hätten wir es nur mehr machen. Ihr habt 2013 die Ewe übernommen. Das ist korrekt. Wie lange machen wir es noch? Wir tun nach jeder Ewe neu entscheiden. Hocken zusammen, dann Resümee bilden und schauen dann immer wieder für die nächsten 2 Jahre. Aber wir haben es jetzt 10 Jahre gemacht und wer weiß, wie lange das wir es noch machen. Ja. Die Ewe hat eine sehr lange Tradition. Heuer ist eigentlich quasi noch ein Jubiläum, 40 plus 2, wenn es in der Pandemie stattfinden hätte können. Wie ist das Gefühl bei den Ausstellern? Haben Sie Mühe gehabt zum Aussteller finden? Ist es einfach gewesen? Wie war so die Stimmung unter den Ausstellern, die wir angefangen haben mit der Organisation, nach diesen Unterbruchjahren? Also der Unterbruch hat man gemerkt, nicht nur weil es ein Unterbruch war von der Zeitdauer her, sondern einfach aus uns schon bekannten Gründen, aus dem 2020 und 2021, haben wir einfach gemerkt, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer sich vielleicht anders orientiert haben, zurückhaltender sind, wie auch immer. Wir haben sie neu motivieren müssen, nicht alle gleich, aber wir haben sie motivieren müssen, das haben wir schon gespürt, ja, auf jeden Fall. Und trotzdem haben wir wieder volles Haus. Also der Gemeindesaaler strahlt wie eh und je da im Ewa-Glanz. Was sind so die Highlights für die heurige Ausstellung? Also ein Highlight ist sicher das Märlezögli, das wir von dort nach Eschen haben holen können. Mit einer tollen Umrahmung, indem wir es live oder im Märlezögli live vorgelesen wird von unseren Märlefeen. Für vor allem die kleinen Gäste unter uns, aber natürlich die grossen sind auch willkommen. Das ist sicher etwas. Und dann haben wir natürlich auch unsere Festhütten oder unsere Ewenhütten, die zum Verweilen einladen. Also so Sachen, wo wir einfach versucht haben, einfach nochmal einen neuen Schwung herzubringen. Und ich habe das Gefühl, es wird gut angenommen. Also wir sind guter Hoffnung. Ja. Wie verbringen ihr vom Organisationskomitee das Wochenende? Sind ihr noch operativ? Werden ihr jemanden noch helfen, aushelfen? Oder sind ihr vor allem mit den Leuten am Schwätzen? Wie verbringen ihr die nächsten 3 Tage? Also jetzt ist natürlich der offizielle Anlass heute mit dem 16:30 mit der Begrüßung von allen Gästen.
Und dort hat man gemerkt, das ist die Anspannung nochmal da, unter der ganzen EWA-Komitee-Kollegen. Aber so kommen wir jetzt langsam zur Ruhe, weil wir haben nur bedingt jetzt mehr Einfluss, was passiert. Wir hoffen jetzt einfach auf eine schöne Besucherzahl, von was meine Haus gehen darf immer. Und es freut uns umso mehr. Aber jetzt kommen wir langsam zur Ruhe und kommen zum gemütlichen Teil über. Ja, also das ist unsere Aufgabe jetzt nachher in den nächsten Tagen. Wenn man in den Wetterbericht schaut, könnte es so gerne sein, dass es vielleicht schneit? Oder wie sind eure aktuellen Informationen? Ja, es könnte sein, dass es schneit. Pünktlich eigentlich zum EWA-Beginn. Das ist ja wunderbar. Wir hoffen auf eine verschneite Landschaft. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wir hoffen auch, dass wir ein paar Zeitfenster haben, vielleicht für einen Aussenbereich, wo es nicht regnet. Und dass unsere Ausstellerinnen und Aussteller aussen im Bereich auch die Leute guten Empfang nicht haben, ohne dass sie jetzt gerade einen Regenschirm haben wollen. Ja. Hanno Hasler, herzlichen Dank. Merci. Danke. Matthias Ritter, Vertreter vom Hauptsponsor Sozialfonds. Warum unterstützen Sie die EWA? Wir sind Hauptsponsor dieses Jahr, weil wir sind in Eschen stationiert. Die Wurzeln liegen in Eschen und die EWA ist schon seit 22 Ausrichtungen in Eschen. Von dem her ist es eigentlich auf der Hand gewesen und ist eine bodenständige, familiäre Angelegenheit. Darum sind wir da. Bist du früher schon als Jugendlicher oder in deiner Jugend der EWA gewesen? Eigentlich, wenn ich im Land war, weil ich auch jetzt im Ausland war, bin ich eigentlich immer zu Eschen gesehen, EWA. Ja, es ist eigentlich, mit dem habe ich eigentlich auch Weihnachten verbunden für mich, weil so im Zwei-Jahres-Turnus war, ist es eigentlich immer eine schöne Angelegenheit gewesen, ja. Ihr seid noch als Aussteller präsent. Was erhofft ihr euch für den Kundenkontakt? Also wir wollen jetzt nicht reines PK-Business und alles so klar in der Weihnachtszeit näher bringen, sondern ein bisschen mehr mit den Leuten, wenn möglich über die Pensionskasse reden, aber sonst halt allgemein gemütliche, familiäre Gespräche suchen, oder? Weil der Grossteil von den Aussteller ist bei uns versichert da und von dem her, ja, ist es eine sehr familiäre Angelegenheit. Ihr bietet noch etwas für die Kleinen, was genau? Wir machen einen Wohlmitwert, der ist in Zusammenarbeit mit der Kita, die bei uns auch eingemietet ist. Da kann man ganz einfach malen. Kleine Bilder ausmalen und als Gewinn guckt man dann einen Gutsche über, kann man mit Merle-Zügeln, wo wir auch Sponsor sind, ab morgen dann fahren. Ich denke, das ist eine tolle Sache. 15 Minuten durch Hesche, Merle live hören und ja, eine sehr gute Sache. Ja. Wie verbringst du die EWA? Bist du alle drei Tage da oder wie ist das Programm für dich? Ich bin heute da, morgen sehr den ganzen Tag da und am Sonntag Teilzeit noch. Vielleicht am Schluss noch schauen und zum Abbauen dann wieder. Super, vielen Dank Matthias Ritter, Sozialfonds.